Michael, wieder die Strompreise sind sich am Erholen, liest man überall, ist in dem Fall alles in bester Ordnung. Schön wäre es, wenn man könnte sagen, dass durch die erhöhten Preise alles erledigt ist, die Arbeit ist gemacht. Leider ist dem nicht so. Wir haben doch grosse marktorganisatorische Herausforderungen, strukturelle Fragen, die wir umstehen. Und das sowohl auf der Nachfrageseite, also bei der Kundenseite, sowie bei der Produktionsseite, bei der Angebotsseite. Fragen, die noch offen sind, die man beantworten muss. Was müsste eurer Meinung nach zwingend jetzt beantwortet werden? Was braucht es? Auf der Nachfrageseite steht jetzt sicher im Vordergrund die grosse politische Frage, ob wir allen Kunden ein Wahlrecht zugestehen, dass sie den Lieferanten wählen. Auf der Angebotsseite sollten wir unbedingt die Stärke ausnutzen von unserer Wasserkraft. Und dort müssen wir schauen, dass sie wettbewerbsfähig bleibt und ist und wird. Und das ist sicher auch im Zusammenhang gesehen mit den relativ hohen Wasserzinsen. Herr Röwe, mit der Revision Strom-VG wird auch das Marktdesign jetzt Gestalt annehmen. Was denken Sie, welchen Einfluss werden die Marktpreise auf die Ausgestaltung des Marktes haben? Ja, die Absicht der Revision ist einerseits, mehr Markt und mehr Transparenz zu bringen, und die Modellierung wird gut funktionieren und robust und nachhaltig sein, wenn es sowohl bei tiefen Marktpreisen als bei höheren Marktpreisen stehen kann. Herr Matthes, Sie sind eine Stimme aus der Wirtschaft. Was hat die Wirtschaft eigentlich für Erwartungen an die Strombranche? Ja, das ist für uns natürlich ein sehr wichtiges Thema. Energie und Strom sind ganz wichtig für uns. Und wir wünschen uns offene Märkte, oder? Mit Kompetition, Wettbewerb, so wie wir sie bei uns in unserer Situation auch kennenlernen und haben. Herr Steinlin, Sie erleben Diskussionen rund um das Clean Energy Package in Brüssel hautnah mit. Wie seht ihr das? Was wird von dem allem Auswirkungen haben oder am meisten Auswirkungen auf die Schweizer Strombranche? Das ist richtig, das Clean Energy Package ist innerhalb der EU noch voll in Beratung. Während sie bei den Themen Dekarbonisierung, Ausbau erneuerbarer Energie und Effizienz bereits Kompromisse haben, sie sind bei den Stromvorlagen noch voll dran. Was sich ganz klar abzeichnet ist, der Binnenmarkt in der EU wird weiter gestärkt. Das ist das, was in den letzten 20 Jahren in der EU schon passiert hat, ist und jetzt auch weitergeht. Und was wir dabei auch müssen feststellen ist, dass halt Kompetenzen für die Strommärkte immer mehr von den Nationalstaaten auch rund um die Schweiz abwandern Richtung EU. Und das sind letztlich auch die grössten Konsequenzen für die Schweiz. Umso wichtiger wäre ja ein Stromabkommen. Was ist eure persönliche Prognose, wann haben wir endlich so eins? Ja, wir sind im Netz ja hervorragend integriert mit unseren umliegenden Ländern. Auch im Handel ist das bisher der Fall gewesen. Also die kommerzielle Vernetzung mit Europa. Wir sind dran, das Stromabkommen zu verhandeln mit der EU. Aber der Abschluss hängt letztlich von den institutionellen Verhandlungen ab. Und das ist im Moment gerade noch offen. Wir hoffen, dass es möglichst schnell einen Abschluss gibt.